Fabian Plenz und Tommy Tulpin, der übernimmt im Augenblick einmal die Führung. Ein großes, großes Starterfeld, in dem sehr viele Fiat-3-Fahrzeuge unterwegs sind. Ja, da sind die ersten Fahrzeuge wieder auf der Strecke. Es geht in die Startaufstellung DMV GTC. Jetzt haben wir wirklich das Bergfest der Saison gleich, denn der achte Lauf steht unmittelbar bevor. Es ist das vierte Rennwochenende, das vierte von insgesamt acht. Und es ist der achte Rennlauf, der zweite an diesem Samstag hier, die zweite Rennentscheidung beim Motorsport XL Weekend auf dem Nürburgring. Diese Eigenveranstaltung von Lena und Ralf Monschauer, die auch die Serienveranstalter sind. Des DMV GTC, unsere Serie, wie die beiden immer so schön und sehr treffend sagen. Und die Fahrzeuge nun also auf dem Weg in die Startaufstellung hinein. Es werden wieder 20 Starter erwartet, möglicherweise sogar einige mehr. Denn heute Morgen im Q2, da war schon deutlich was los hier auf der 5,1 Kilometer langen Grand Prix-Strecke des Nürburgrings. Die Kameras von 3D Racelog, unserem Übertragungspartner, die zeigen uns das Geschehen aus der Dunlop-Kehre. Das ist der tiefste Punkt der Nürburgring Grand Prix Strecke und die Fahrzeuge nun also auf dem Weg in die Startaufstellung hinein. Zum Beispiel der Lamborghini Huracan Super Trofeo der R-Gruppe. Das ist das Auto, das von Dörr Motorsport eingesetzt wird. Die Mannschaft, die in der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring zu Hause ist, auch beim 24-Stunden-Rennen sogar schon mal eine Pole gefahren hat, als man noch einen McLaren eingesetzt hat. Mit Kevin Estre, dem heutigen Porsche-Werksfahrer. Das ist 2015 der Fall gewesen. Und inzwischen ist man also mit Lamborghini Huracan-Fahrzeugen unterwegs. Und wir haben auch natürlich wieder eine Onboard in diesem zweiten Rennlauf und wir sehen eine dieser Onboard-Einstellungen jetzt auf dem Weg in die Startaufstellung. Das ist die Startnummer 21 der Praga R1T, das Edeka Aschhoff-Auto aus Kassel mit dem 27-jährigen Studenten, der Wirtschaftsarbeit zu verrichten hat an diesem Wochenende hier auf dem Nürburgring. Gestern bereits Solist im Ein-Stunden-Rennen gewesen im Dunlop 60 mit einer ganz hervorragenden Vorstellung, mit einem Podiumsrang, der wurde Dritter in diesem Ein-Stunden-Rennen und auch vorhin im ersten Durchgang am Vormittag des DMV GTC war er gut platziert, fünfter Gesamtrang, auch Klassensieg natürlich in der Klasse 5. Das ist diese Prototypenwertung, in die dieser sehr leichtgewichtige Carbon-Sportwagen aus der Slowakei gehört. Dieses Auto ist in der Nähe des Slowakia-Rings, in der Nähe von Bratislava entstanden und eingebaut ist dort ein Vierzylinder Turbomotor, ein Einzelturbo, 1,85 Liter groß aus einem Renault. Es ist ein Formel-Renault-Triebwerk, das nachträglich einen Turbolader erhalten hat. Und der Teamchef Robert Aschhoff, der hat mir im Vorgespräch gesagt, bevor ich gleich zu Lars Zander abgebe, dass dieses Auto nicht mehr als 340 PS verträgt aufgrund des Getriebes. Das ist die Achillessehne des Autos. Und es gibt bereits auf der Start- und Zielgeraden den ersten Gesprächspartner am Mikrofon von Lars Zander. Ja, wir stehen hier am Auto von Kenneth, dem SLS GT3 Mercedes. Und Kenneth hat das Auto auf die sensationelle zweite Startposition gestellt. Und Kenneth, sag mal ein paar Worte zu dem Rennverlauf heute. Ja, schwer einzuschätzen, wie ich im Verhältnis jetzt zu Carrie vom Speed sein kann mit der Old Lady hier. Aber ich werde es natürlich probieren, so gut wie möglich zu machen und ja, mal gucken. Ja, du hast ja im ersten Rennen ein bisschen Pech gehabt mit der Safety-Car-Phase, dass du den Benny Hay nicht mehr hast cashen können. Der steht jetzt hinter dir. Thema Bob, hast du Angst oder passt? Nein, ich konzentriere mich eher nach vorne. Probiere natürlich der Carrie das so schwer wie möglich zu machen mit dem alten Mercedes hier und ja, mal gucken. Wir wollen natürlich auch keinen Kratzer haben, das Team ist arg gebeutelt von dem schweren Unfall von gestern und dementsprechend natürlich ohne Kratzer erstmal durchfahren. Ja klar, von unserer Seite viel Glück, Daumen sind gedrückt und hoffentlich sehen wir dich auf dem Podium später. Carsten, zurück zu dir.
Ja, wir müssen das nochmal kurz erklären. Es hat einen Fahrzeugtausch gegeben bei der Equipe Vitesse, die normalerweise mit einem aktuellen Mercedes GT3 AMG unterwegs sind, mit Kenneth David Heyer aus Viersen und mit Josef oder Sepp Klüber. Aber gestern nach diesem Frontaleinschlag im Start- und Zieleingang mit über 5G eingeschlagen, mit 160 km/h Restgeschwindigkeit. Da ist an einen Einsatz dieses Autos heute natürlich nicht mehr zu denken. Da muss eine ganze Menge gecheckt und instand gesetzt werden. Und da hatte man zum Glück aber noch das Renntaxi dabei, nämlich den 2011er Mercedes SLS GT3 AMG. Das ist das Flügeltürenauto Kenneth Heyer, der damit vorhin im ersten Rennen aus dem letzten Startplatz nach vorne gefahren ist, auf Rang 4 diese diesen ersten Durchgang abgeschlossen hat. Und ich höre, dass wir einen weiter das hier fortsetzen. Wir sind zu Gast bei Max Aschoff. Lars Zander, bitte. Max, hochkonzentriert, startest vom vierten Platz und hoffentlich geht es weiter nach vorne wie beim Dunlop 60. Ja, schauen wir mal. Erstmal die erste Runde gut überstehen, den Start überstehen und dann wollen wir mal sehen, wo es hingeht, wenn die Reifen der GT3s vielleicht etwas nachlassen. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen, lieferst sensationelle Bilder aus dem Cockpit, macht Spaß zuzuschauen und Daumen drück von uns und hoffentlich auf dem Podium. Zurück zu dir, Carsten. Ja, Max Aschoff hat es schon sehr warm geworden hier in der Eifel und das bedeutet, dass die Asphalttemperatur allmählich Dimensionen erreicht, wo es auch in einem 30-Minuten-Rennen natürlich um den Wear-out, um den Abnutzungsgrad der Reifen geht, insbesondere an den Antriebsachsen. Und ich habe noch eine Unterbrechung, wir haben noch einen Gesprächspartner, jetzt bei Lars Zander am Mikrofon, der Serienchef, Ralf Monschauer, bitte. Ja, Carsten, wir unterbrechen dich natürlich nur ungern, aber wenn wir schon mal den Serienchef hier nochmal in der Startaufstellung sehen, müssen wir auch eben noch die Gelegenheit nutzen, ein paar Worte mit ihm zu reden. Fazit vom heutigen Tag, vielleicht ein bisschen früh vor dem letzten Rennen, aber zumindest mal vom Wochenende ein paar Worte. Wie hat es dir gefallen bis jetzt? Das Wetter ist perfekt. Okay, das ist gut, dass in der Eifel nicht immer so ganz, sieht man die Burg, kommt schlechtes Wetter, sieht man sie nicht, ist schlechtes Wetter, aber wir sehen sie heute, aber es kommt auch nichts mehr. Was erwartest du vom Rennen jetzt? Nein, jetzt mal zurück. Ich bin sehr zufrieden, das Wetter ist perfekt, die Rennen sind wirklich sehr spannend. Ihr macht einen tollen Job, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ihr macht mir wieder ein spannendes Rennen jetzt und wir haben sehr viele gleichwertige Fahrzeuge, Amateure, die aber unter einem gleichen Status fahren überall. Und ist doch toll. Und guck die Aufstellung an, die Startaufstellung. Es sind da so viele Leute, wir können nur zufrieden sein. Ich bin zufrieden. Ja, perfekt. Wir suchen uns nochmal ein und viel Erfolg. Wir sehen uns. Zurück zu dir. Ja, der Lars, der sucht noch einen Gesprächspartner und ich erkläre Ihnen das nochmal ganz kurz mit den Reifen. Also bei so einem 30-Minuten-Rennen aufgrund der Leistungsdichte, auch aufgrund der Leistungsfähigkeit dieser GT3-Fahrzeuge an der Spitze, kann das natürlich schon ein Thema werden, dass der Max Aschoff sich da mit dem Leichtgewicht, mit dem 800-Kilo-Auto seine Reifen ein bisschen besser einteilen kann, insbesondere an der Antriebsachse, an der Hinterachse und dass er da möglicherweise in der Schlussphase des Rennens aufholen kann und dass er da möglicherweise das konstantere Rennen fahren kann mit seinem nur 800 Kilogramm schweren oder leichten, wie man es nimmt, Praga R1T. Und ich höre, wir haben den Mann, der im ersten Lauf ausgefallen ist mit der 11 Jahre alten Corvette, Markus Alba, im Gespräch mit Lars Zander. Markus, super. Die Corvette steht wieder in der Startaufstellung an ihrem nahezu angestammten Platz und habt alles richten können. Ja, wir hoffen. Wir hoffen das. Wir sind uns nicht ganz sicher. Es hat sich jetzt in der Einführungsrunde gut angehört. Schauen wir mal. Ja, wir können nur sagen, wir drücken dir die Daumen. Ne? Das alte Gefährt macht einen Mörder-Sound. Wir hören gerne zu und hoffentlich geht es noch weiter nach vorne. Ja, danke. So, Carsten, zurück zu dir. Wir müssen raus. Ja, Helfer, Funktionäre, Startplatz räumen, das ist das Signal hier am Nürburgring. Also jetzt wird es gleich in der Startaufstellung nicht mehr so wuselig sein. Da sind dann die Fahrer mit ihren Autos und dem Pacecar natürlich alleine. Und dann geht es hinein in die Einführungsrunde zu diesem Halbstundenrennen, 30 Minuten DMV GTC, der achte Lauf der Saison. Ich habe Ihnen das erklärt, heute am Vormittag die erste Rennentscheidung. Leider Gottes unter Gelb dieses Rennen zu Ende gefahren. Da gab es eine Bergungsaktion, die das erfordert.
hatte. Und da gab es mit Ronnie C. Rock einen Audi-Piloten mit der Startnummer 69, der Montaplast Land Audi aus dem Westerwald mit Ronnie C. Rock, dem Berliner. Der ist mit diesem Auto vorausgefahren, hat diesen ersten Lauf gewonnen. Vor Carrie Schreiner, die wir jetzt wieder in der ersten Startreihe erleben. Die 19-jährige Saarländerin aus Völklingen, ganz, ganz erstaunliche junge Frau, die eine große Rennfahrerkarriere vor sich hat. Das steht eindeutig fest. Die mit dem HCB Rotronic Audi auch im Q2. Und dieses Q2, dieses zweite Qualifying, war eben maßgeblich und ausschlaggebend für dieses zweite Rennen. An der Pole Position ankam, die schnellste Rundenzeit hingelegt hat mit diesem schwarz und pink abgesetzten HCB Rotronic Audi R8 LMS. Carrie Schreiner aus Völklingen im Saarland. Also jetzt geht es gleich in wenigen Momenten in die Einführungsrunde hinein. Und ihr großer Gegenspieler in diesem zweiten Lauf, das ist Kenneth Heyer mit dem Mercedes SLS AMG, mit dem älteren Auto im Feld. Der gehört auch zur GT-Klassiker-Wertung. Guten Tag, da bin ich. Ja, jetzt mal ohne Brille, ne? Ich hoffe, ich kann trotzdem alles entziffern. Und Kenneth Heyer also, der mit dem Ersatzauto unterwegs ist, mit dem Renntaxi der Equipe Vitesse. 30 Sekunden bis zum Beginn der Einführungsrunde, also die Startnummer 50. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Duell wird über 30 Minuten, dass die Carrie Schreiner nicht davonfahren kann. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Kenneth Heyer ist ein ganz schön ausgeschlafener Bursch. Ich habe ihn vorhin noch im Vorgespräch kurz gesprochen. Der ist natürlich ganz, ganz erfahren. Beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife vor 4 Wochen, da hat er 11 Stunden von diesen 24 Stunden im Cockpit gesessen. Also der hat eine enorme Fahrpraxis. Und das ist auch einer, der sehr kampfstark ist. Das sieht man schon körpersprachlich bei dem. Das ist einer, der im Fußballsport auch unterwegs ist, der das mit dem Antäuschen übertragen hat aus dem Fußballsport in den Automobilsport hinein. Und ich glaube, für die Carrie wird das eine ziemlich heiße Nummer werden. Nicht nur, was die Außentemperaturen hier in der Eifel betrifft, sondern was eben auch diesen Rennverlauf betrifft. Ich bin mir ziemlich sicher, der Kenneth Heyer kann diesen Generationenunterschied zwischen den Autos ganz gut zufahren und überfahren. Blick in die Einführungsrunde. Unser Pace Car, ein Porsche 928, jetzt mit dem gelben Tuch aus dem Beifahrerfenster. Das ist natürlich ein historisches Originalauto der ehemaligen ONS-Streckensicherungsstaffel. Ja, die ONS, das ist die Vorläuferin des DMSB gewesen. Das stand einmal für Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland e.V. mit Sitz in Frankfurt. Da musste man immer hin, wenn man zu spät seine Lizenz verlängert hat. Und dann gab es immer eine Panikfahrt nach Frankfurt, um dann noch ganz schnell in der Geschäftsstelle das abgestempelte Dokument mitnehmen. Ich kann da aus Erfahrung berichten, im Vorfeld des 24-Stunden-Renns 1991, da musste ich mal so eine Panikfahrt nach Frankfurt machen. Mit meinem Köfferchen, da war das Geld dann drin, um die Lizenzgebühr zu bezahlen. EC-Kartenleser, das gab es alles gar nicht. Facebook gab es nicht, Smartphones gab es nicht. Aber ein Autoatlas. Und dann hieß es ab nach Frankfurt zu ONS. Und aus dieser Zeit ist dieser Führungswagen, den wir hier sehen, mit Alexander Ferreira und Andreas Tamm. Diese beiden sind auch in einer Woche hier wieder im Einsatz auf dem Nürburgring. Wenn es heißt Tourenwagen Classics, das wird dann der dritte Lauf der Saison sein. Auch da wird dieses Führungsfahrzeug aus dem Enke-Werk, aus dem Fundus von Hans-Ulrich Keinzinger zu sehen sein. Jetzt am Nürburgring in der Auffahrt aus der Dunlop-Kehre hinauf, während sich das ganze Feld aufgefädelt hat, wie an einer Perlenschnur. Da sehen wir auch jetzt im Bild Alois Rieder, das ist ein Porsche 911 GT3 R, noch der Baureihe 997. So sind diese Autos im Jahr 2013 vom Porsche Kundensport auf den Markt gebracht worden. Diese Evolutionskarosserie, die ist damals hier in der Eifel in Meuspat entstanden, unter der Regie von Olaf Mantai natürlich, der damals schon viele Werksaufträge abgewickelt hat. Das war allerdings die Zeit vor der Beteiligung der Porsche AG an seinem Unternehmen. Diese 51% Beteiligung, die geschah dann erst Ende 2013 und da war dieser Step 2013 bereits auf dem Markt, das Auto, das Alois Rieder aus dem Zillertal jetzt präsentiert. Sie sehen das an dem roten R, das da auf der Fronthaube zu sehen ist. Ich darf schon vorausschicken, dieses Auto wird bald in Motorsport XL, das ist das Printmagazin unseres Medienpartners, im Einzelporträt vorgestellt werden. Wir haben uns vorhin verabredet für den königlichen Park von Monza in Italien. Da wird es das Fotoshooting geben mit diesem Rieder Porsche. Das ist ein Multiunternehmer aus dem Zillertal, aus dem Bau
Bauwesen ist, der auch eine Zimmerei hat, aber der deutlich mehr als nur ein Zimmermann ist. Also da haben wir Ihnen die Unwahrheit oder die halbe Wahrheit gesagt im ersten Lauf. Alois Rieder, nennen wir ihn einfach mal einen Zillertaler Multiunternehmer. Jetzt ist auch der wieder im Bildvordergrund zu sehen, der Porsche mit dem roten R und ein solcher 997 natürlich noch startberechtigt im DMV GTC. Fällt jetzt in der Anfahrt zum letzten Rechtsbogen vor Start und Ziel. Das Feld komprimiert sich jetzt, da belauern die sich natürlich an der Spitze. Noch ist die Ampel nicht aufgeschaltet, weder rot noch grün. Rotes Licht jetzt. Und da ist das grüne Licht, da ist die Startfreigabe und Kenneth Heyer ergreift die Initiative und setzt sich vor Carrie Schreiner mit dem alten Auto, mit der Old Lady in Führung. Was für eine Überraschung. Kenneth Heyer anbremsen, erste rechts der Haukhaken und der Mercedes bleibt in Führung. Das 2011er Auto, Markus Alba mit der Corvette ganz weit draußen, Carrie Schreiner auf Rang 2, Benny Hay im Porsche an dritter Stelle, Max Aschoff, der ist Vierter und ein Dupré Porsche draußen und das dürfte Christoph Dupré, der Spielertrainer, sein. Fährt jetzt im Feld hinterher und da kommt die Erklärung, aber ich glaube, das geht für ihn nicht weiter. Da ist möglicherweise eine Antriebswelle abgerissen. Langsame Fahrt für den Dupré Porsche, Start Nummer 63. Das ist dieses Junior-Auto, in dem Louis SSLS in Führung, die Start Nummer 50. Da steht wieder ein Auto draußen. Das ist Urs Furter mit dem weiteren SLS-Flügeltürer AMG Mercedes, Start Nummer 14, das Auto, das sonst von Sarah Tugnuti gefahren wird. Urs Furter, der Eidgenosse, vorhin noch Dritter in seiner Klasse mit einem Pokal nach dem ersten Lauf, jetzt am Haken, aus die Maus für die Start Nummer 14, für den Schweizer Urs Furter nicht mehr dabei. Der ist am Haken des des DMSB-Streckensicherungswagens. Vorne an der Spitze, eine einsame Vorstellung. Kenneth Heyer, da ist der Flügeltürer AMG Mercedes SLS. Locker voraus, Carrie Schreiner auf Rang 2. Benny Hay, der drückt von hinten mit dem Schütz-Porsche. Max Aschoff, der macht Boden gut. Da ist der Schütz-Porsche mit Sicherheit gleich fällig. Also, da gibt es möglicherweise nun gleich den Angriff auf den dritten Rang für Max Aschoff. Das ist unser Kameramann. Und vielleicht erleben wir das sogar in der Onboard-Situation live mit, wie der angreift. Carrie Schreiner im Bild, Rang 2 mit dem HCB Rotronic Audi, Benny Hay im Schütz Porsche Rang 3, Max Aschoff, schauen Sie sich das an, der pirscht sich mit diesem kleinen, kompakten Praga R1T immer näher an den Porsche heran. Da ist natürlich ein Leistungsunterschied, knapp 500 PS im Porsche, 340 PS in der Startnummer 21, der Edeka Aschoff Praga R1T mit dem Vierzylinder-Turbomotor. Im Kurvengeschlängel, da kann er immer wieder Boden gut machen, hinter ihm dann Tommy Tulpe, das ist der HCB Rotronic Audi mit Startnummer 1, jetzt sind wir wieder bei Max Aschoff im Auto und hören wieder dieses heisere Röhren dieses Vierzylindermotors. Schauen Sie mal, wie der die Räume eng machen kann. Der Porsche kann das natürlich nicht, der braucht den größeren Raum. Und da macht er immer wieder Meter gut, während Benny Hay auf den Abweiser fahren muss. Hinunter geht es zur Dunlop-Kehre, hinunter geht es zu dieser Anbremsphase. Und da ist der Praga natürlich auf der Bremse auch immer ein bisschen besser, weil er einfach deutlich leichter als der Porsche ist. Das sind mindestens 300 Kilogramm Differenz. Also so gleicht sich dieser Leistung Nachteil für den kleinen Klasse 5 Prototypen natürlich immer wieder aus. Bergauf geht es aus der Dunlop-Kehre hinaus, während wir jetzt wieder bei den Führenden sind. Kenneth Heyer in Führung, dann Carrie Schreiner, Benny Hay kann noch den dritten Platz halten mit dem Schütz-Porsche Max Aschoff, aber der ist jetzt auf Tuchfühlung. Schauen Sie mal, der ist jetzt am Auspuff gleich. Das dauert nicht mehr lange und dann wird der 27-jährige Kasselaner seinen Angriff fahren. Immer wieder blickt er hinauf zu seinem Rückspiegel. Das sieht immer ganz kurios aus. Er muss sich immer um 90 Grad mit seinem Helm drehen, damit er den Rückspiegel sieht. Und er hat hinter sich natürlich den HCB Rotronic Audi mit Tommy Tulpe. Aber der ist im Moment nicht so entscheidend. Der orientiert sich nach vorne, kommt jetzt der Angriff auf den dritten Platz. Nein, da reicht der Raum nicht. Benny Hay bleibt auf dem dritten Rang. Sehr, sehr gut sortiert ist Tommy Tulpe, die Startnummer 1 der HCB Rotronic Audi mit Dietmar Hagenmüller in seinem Windschatten. Das ist der schnellste neue Mercedes AMG im Feld. Also das alte Auto in Führung mit Kenneth Heyer und das neue Modell seit 2015 eingesetzt. Die Weltpremiere war hier auf dem Nürburgring, während der Horn Klaus aussteigt.
Eieiei, schade drum. Klasse 3 Auto, Porsche 911 GT3 Cup, das ist noch ein 997. Und er begutachtet das Heck seines Cup Porsche 450 PS. Da ist der Heckflügellose. Der Horn Klaus aus Landau, der Heimkehrer, früher mit einem 993 GT2 unterwegs gewesen. Jetzt in diesem Cup 997 mit losem Heckflügel. Da wird vielleicht auch gleich mal die Analyse durch Lars Zander auflösen müssen, ob da eine Fremdeinwirkung im Spiel war. Das muss man sicherlich mal im Laufe dieses Rennens klären. Kampf um Platz 5 zwischen dem Audi mit Tommy Tulpe und Dietmar Hagenmüller, Startnummer 55. Das ist dieser blau-weiße Spirit Racing AMG Mercedes GT3, das Auto, das Uwe Alzen als Coach und als Betreuer hier begleitet an diesem Motorsport XL Weekend auf dem Nürburgring. Uwe Alzen, der gestern auf Rang 2 mit diesem Mercedes gekommen ist im Dunlop 60 im 1-Stunden-Rennen. Jetzt ist sein Partner Dietmar Hagenmüller aus Memmingen im Allgäu in der Anfahrt auf den fünften Gesamtrang. Thomas Langer draußen. Das ist der Cup Porsche aus der Klasse 4, die Startnummer 75. Das ist ein 991.1 mit 460 PS. Dieses Auto hat sich gedreht in der Dunlop-Kehre, steht entgegen der Fahrtrichtung im Kies, aber macht das doch nicht. Wenn er jetzt rechts rum einlenkt, dann gräbt er sich ein in die Tiefen des Kiesbetts. Da gibt es kein Entrinnen. Und das sehen Sie in der Nahaufnahme. Da drehen die Räder natürlich durch. Der gräbt sich ein in das Kiesbett der Dunlop-Kehre und da kommt mit Sicherheit gleich der nächste Einsatz des DMSB-Staffelwagens. Und dann haben wir möglicherweise wieder eine Safety-Car-Phase. Ich will das nicht beschreien, aber so wie der steht in dieser exponierten Lage, kann der natürlich nicht stehen bleiben. Also das müssen wir mal abwarten, was das wird mit Thomas Langer. Die Startnummer 75, vorhin noch einen Pokal eingefahren in Klasse 4 und jetzt also im Kiesbett eingegraben mit diesem Porsche 911 GT3 Cup, Baureihe 991, erster Baustand, 460 PS, das Auto im Moment also im Kies in der Auslaufzone des tiefsten Punktes hier der Grand Prix-Strecke, während auf der Strecke ein weiterer Porsche 911 GT3 Cup der Baureihe 997 unterwegs ist, das ist Pablo Briones, da gibt es auch ein interessantes internes Duell. Der hat nämlich Jean-Luc Weidt in seinem Windschatten mit dem GT4 Audi. Ich habe es Ihnen ja gesagt, Safety Car draußen, Staffelfahrzeug da mit Abschlepphaken und Abschleppseil. Thomas Langer, der muss natürlich durch den DMSB-Staffelwagen abgeborgen werden. Und das bedeutet für die Dauer der Bergungsarbeiten, da geht es auch um die Sicherheit der Sportwarte, heißt das natürlich Safety Car. Gelbe Flagge geschwenkt, das bedeutet natürlich Überholverbot. Das bedeutet auch, leider Gottes, dass Kenneth Heyer seinen Vorsprung wieder los ist. Also das Feld, das komprimiert sich nun, während die Startnummer 82 im Bild ist. Das müsste jetzt in diesem zweiten Lauf Klaus Dupré sein, einer der ältesten Teilnehmer im Feld, 70-jährig. In den Tagen vor der Trophée du Bourgogne, das war das Rennen in Dijon-Prenois, 70 Jahre alt geworden, 1986 schon in seinen 30ern, Meister der STT, der Spezialtourenwagen-Trophy auf einem Audi Coupé gewesen, auf einem 2-Liter-Audi und der sitzt also jetzt im Cup Porsche. Die beiden Führenden, die müssen natürlich jetzt langsam machen, Überholverbot für Kenneth Heyer. Auch für Kerry Schreiner, die muss sich hinten anstellen. Das gilt auch für das Kampfpaket Benny Hay und Max Aschoff. Und das gilt für das nächste Tandem. Dietmar Hagenmüller, Tommy Tulpe. Bei Start und Ziel geschwenkte gelbe Flaggen. Kenneth Heyer, der bleibt in Führung. Kerry Schreiner links und rechts fährt die Schlangenlinien. Das macht sie nicht, um den Kenneth Heyer verrückt zu machen, sondern das macht sie natürlich, damit die Reifen auf Betriebstemperatur bleiben. Denn durch dieses Bummelzugtempo kühlen die natürlich aus. Und da ist der Mann nochmal im Bild, dem wir diese Situation zu verdanken haben. Thomas Langer, Startnummer 75. Der ist aus eigener Kraft jetzt wieder auf der Piste unterwegs. Möglicherweise setzt er das Rennen auch fort, während wir das Safety Car sehen mit eingeschaltetem Blinklicht und den Führenden im Windschatten. Kenneth Heyer, Kerry Schreiner. Also die haben noch den fast noch den ganzen Grand Prix-Kurs vor sich. Die sind gerade mal ausgangs des Haukhakens unterwegs. Die ersten sechs habe ich Ihnen genannt. Auf dem siebten Rang, das dürfte Alois Rieder sein. Und auf dem achten Rang dann, das ist die Zebra Corvette, die im ersten Lauf ein bisschen gemuckt hat. Da sind zwei der 8 Zylinder ausgefallen
und Markus Alba musste das Rennen vorzeitig beenden. Und auch das ist übrigens ein ganz spannendes Duell, Alois Rieder und Markus Alba. Auch diese beiden kennen sich sehr gut und sehr intensiv und sehr lange, nämlich aus dem österreichischen Porsche Alpenpokal. Da sind sie viele Jahre unterwegs gewesen. Inzwischen haben die die Meisterschaft gewechselt, sind im DMV GTC unterwegs. Der eine in der Zebra Racing Corvette C06R und der andere eben in einem 2014er Porsche 911 GT3 R. Step 2013, das ist das Auto im Bildvordergrund mit dem großen roten R aus dem Zillertal und bald das Fotoauto in Motorsport XL im Königlichen Park von Monza. Da werden wir dieses Auto ins Bild setzen. Da dürfen Sie sich schon drauf freuen, wenn Sie Leserinnen und Leser von Motorsport XL sind. Das ist der Medienpartner und auch der Namensgeber dieses Wochenendes. Sie haben es längst gemerkt, Motorsport XL Weekend, na klar, da war doch was. Das ist der Medienpartner und der Präsentator dieses Rennwochenendes mit dem DMV GTC, mit dem Dunlop 60 gestern am Freitag und mit vielen weiteren Partnerrennserien, die hier zu Gast sind, zum Beispiel mit der PCHC, das ist die Porsche Club Historic Challenge mit Heinz Weber, dem unermüdlichen Rennleiter vom württembergischen Porsche Club, der diese Rennserie gegründet hat vor einigen Jahren, nachdem Sigi Hafner ausgeschert ist, damals mit der PCC Trophy, mit der Porsche Classic Card Kumho Trophy, die dann nicht mehr zur Austragung kam, und Heinz Weber, der sprang in die Bresche, während die Kameras jetzt beim TCR Golf sind und beim verbliebenen Porsche 911 GT3 Cup 997 mit Pablo Briones, und da ist Thomas Langer im Bild, die Startnummer 75, das ist der gelbe Porsche 911 GT3 Cup Baureihe 991. Erster Baustand, also 460 PS. 485 PS haben ja die neuen Modelle. Die können Sie auch äußerlich unterscheiden. Die haben eine etwas andere Frontverkleidung. Die ist noch ein bisschen geradliniger. Kommt ein bisschen mehr aerodynamischer Abtrieb dabei raus. Und Pacecar ausgeschert. Das Rennen ist wieder freigegeben. Also, da kommen Sie bei Start und Ziel herein. Green Flag Lab, grüne Flagge. Kenneth Heyer behält natürlich die Führung. Cary Schreiner muss es jetzt versuchen zu verhindern, dass der Viersener wieder auf und davon fahren kann. Aber schauen Sie mal. Schauen Sie mal, wie der vor allen Dingen das auf der Bremse macht. Da holt er die Meter raus und auch jetzt im Rausbeschleunigen. Wir sind bei ihm zu Gast. Equipe Vitesse, das ist die Startnummer 50. Das ist der Flügeltürer AMG Mercedes mit Kenneth Heyer. Der Sohn der Tourenwagen-Legende Hans Heyer, der Mann mit dem Tiroler Hut, der ist auch hier am Nürburgring zu Gast. Der deutsche Rennsportmeister des Jahres 1980, damals mit dem blauen Lancia Beta Monte Carlo Turbo, das Fruit of the Loom Auto. Und da hören Sie mal, wie der am Gas hängt. Ich gehe mal kurz raus, hören Sie sich das mal an. Das ist ein akustisches Erlebnis. Ja, die Kamera schwenkt jetzt um auf Dietmar Hagenmüller. Da deutet sich ein Angriff an auf Tommy Tulpe mit dem vorausfahrenden HCB Rotronic Audi mit Startnummer 1. Also auch diese beiden Kontrahenten sind ganz, ganz dicht beieinander. Das könnte einen Platzwechsel geben in den nächsten Runden hier auf dem Nürburgring. Vorausfährt auf dem immer noch vierten Gesamtrang Max Aschoff. Das ist der kleine blau und gelbe Praga R1T. Dieses Auto jetzt im Einlenken im Bildvordergrund. Hinter ihm dann die Startnummer 1, Tommy Tulpe mit dem HCB Rotronic Audi und eben Dietmar Hagenmüller mit dem Spirit Racing Mercedes-Benz. Und dann dürfte Alois Rieder folgen mit dem Porsche 911 GT3 R. Im Bild Benny Hay mit dem 991, dahinter dann Max Aschoff vorne an der Spitze. Klare Verhältnisse, Kenneth Heyer, der kann die Führung verteidigen, während wir ein tolles internes Duell sehen. Der beiden Alpenpokalspezialisten, Alois Rieder, der kann sich noch vor Markus Alba behaupten. Markus Alba mit der Zebra Corvette, jetzt bleibt die Kamera auch bei ihm und hinter ihm dann, das dürfte Stanislav Dobrev gewesen sein mit dem Mercedes-Benz Startnummer 16 von Schütz Motorsport. Nein, das war Georgi Donchev, auch das ein Bulgare. Da ist der Angriff, Markus Alba gegen Alois Rieder, und der dürfte das schaffen.
Die Corvette am Porsche 997 vorbei. Neuer Siebtplatzierter. Also da läuft der Motor wieder auf allen 8 Zylindern beim Zebra von Markus Alba. Diese Mannschaft heißt ja auch Zebra Racing und die haben meistens auch ein lustiges Plüschtier dabei bei den Siegerehrungen und auch auf dem Startplatz. Der hat sich an Alois Rieder vorbeigekämpft am Zillertaler Unternehmer mit dem Porsche 997. Hinter ihm dann, das ist ein Cup-Auto aus der Klasse 4. Das ist Georgi Dobrev, wir sind wieder bei Kenneth Heyer zu Gast. Ach, schade, dass die Kamera uns diese Onboard nicht länger präsentiert. Ich wollte gerade wieder sagen, ich halte die Klappe und lasse die Motorgeräusche hören. Aber da war der Umschwenk schon wieder, weil es könnte natürlich gleich wieder um die Führung gehen. Aber da sind sie jetzt wieder im Cockpit von Kenneth Heyer. Ich halte wieder kurz die Klappe. Ja, und wieder der Umschnitt auf die beiden Kontrahenten an der Spitze dieses Rennens. Kenneth Heyer, der kann seine ganze Erfahrung, seine ganze Routine und auch Kampfstärke im Moment mal ausspielen im Flügeltürer AMG Mercedes, aber das könnte eng werden. Wir sind wieder bei ihm im Cockpit zu Gast und möglicherweise sehen wir gleich, dass so rechts vielleicht mal ein schwarzer HCB Rotronic Audi anklopft und einen ersten Angriff vorträgt. In der Schikane ist das nicht der Fall. Dafür ist der Abstand jetzt wieder zu groß. Kenneth Heyer, der hat sich wieder befreien können. Einlenken in den 180-Grad-Bogen bei Start und Ziel. Früher hieß das einmal Römerkehre. Einfahrt in die Start- und Zielgerade. Kenneth Heyer, der den Innenspiegel verstellt, der ist immer ein bisschen schief geraten. Der bleibt in Führung und der baut seinen Vorsprung wieder ein kleines bisschen aus. Cary Schreiner, souveräne Zweite, aber im Moment nicht aus eigener Kraft in der Lage, nach dem Sieg zu greifen. Diese beiden haben sich natürlich auch abgesetzt vom Drittplatzierten von Benny Hay. Das ist der Mann mit Pseudonym im Schutz-Porsche 911 GT3 R. Und wie ein Schatten folgt dieser Porsche der kleine, kompakte Prager mit Max Aschoff. Da haben wir sie im Bild. Und auch das geht nicht mehr lange gut. Auch da wird es gleich einen Angriff geben. Max Aschoff kann das mit schierer Motorleistung natürlich nicht. Der muss die ganz schnellen Ecken, diese dritten, vierten Gangecken nehmen, um mit Schwung heraus aus den Kurven es zu versuchen, an Benny Hay voranzukommen. Und er weiß natürlich eines. Seine Reifen halten ein bisschen länger, weil er mit dem leichteren Auto unterwegs ist. Bei Benny Hay, da wird es gleich irgendwann mal heißen, wear out an der Hinterachse. Sie sehen das jetzt schon. Der eiert so ein bisschen, wenn der einlenkt. Der eiert auch ein bisschen beim Herausbeschleunigen. Da sind die Reifen jetzt am Limit und Max Aschoff, der kann sich seine Reifen ein bisschen besser einteilen. Die werden übrigens auch viel besser entlüftet. Schauen Sie mal, das halbe Rad steht im Freien. Also da wird sehr, sehr viel heiße Luft nach innen auch aus dem Auto abtransportiert mit diesem offen gestalteten Heck. Das ist für die Antriebsachse natürlich sehr, sehr gut. Da wird die heiße Luft nach hinten transportiert und da bleibt der Reifen einigermaßen kühl und damit auch konstant. Er hat nicht diesen Peak, den der Porsche-Reifen zum Beispiel hat, dass er 2-3 Runden sehr, sehr gut ist und dann diesen Drop hat und in seiner Haftung ein kleines bisschen abfällt. Im Verhältnis natürlich immer in Relation betrachtet, aber das sind eben dann die Zehntelsekunden, die Rennen entscheiden. Im Moment noch der Dritte im Rennen, Benny Hay, aber Max Aschoff pirscht sich heran. Erster Versuch, sich mal im Rückspiegel zu zeigen. Ja, da hat er wieder abbremsen müssen, hat ein bisschen nachbremsen müssen, um den Porsche nicht hinten reinzufahren. Und da fehlt natürlich der Schwung. Das muss er jetzt wieder versuchen, ansaugen, auf der langen Geraden. Er lässt sich jetzt mitschleppen. Mal schauen, ob er das versucht, in den Haukaken hinein anzugreifen. Nein, da ist der Abstand zu groß. Dafür ist der Abstand zu groß, das wird nichts. Der muss jetzt in aller Ruhe, das ist bei so einem 27-jährigen Heißsporn auch immer in Relation zu betrachten. In aller Ruhe, klappt bei der Generation nicht so gut. Der hat natürlich jetzt Wut im Bauch. Der beißt ins Lenkrad. Der wird versuchen, nach dem dritten Rang zu greifen. Der will aufs Podium. Die haben Gäste hier aus Kassel, Edeka Aschoff, an diesem Wochenende. Und die wollen natürlich, dass ihre Gäste auch was zu feiern haben. Wieder der Blick in den Rückspiegel. Immer wieder dieser 90-Grad-Blick in den oben rechts am Cockpit angebrachten Rückspiegel bei Max Aschoff. Aber der weiß, der Blick muss nach vorne gehen. Der Blick auf Benny Hay und auf dem Schutz-Porsche. Schafft er das jetzt in der Anfahrt zur Dunlop-Kehre? Das ist die große Frage. Benny Hay, ein Mann mit großer Erfahrung aus der VLN, aus der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Viele Jahre dort mit einem Porsche, gemeinsam mit Johannes Paczynski aus Mönchengladbach unterwegs gewesen. Aschoff, der weit auf den Abweiser fährt, der natürlich die Räume aufmacht, der die Bögen groß macht, der den Schwung braucht, damit dieses Auto im Arbeitsfenster ist und damit dieses Auto so effektiv und
und so effizient funktionieren kann, wie es sich hier im Augenblick darstellt auf dem Nürburgring an diesem Junitag bei diesen sommerlichen Temperaturen. Nein, 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 der versucht es nicht mit dem Angriff, aber vorne an der Spitze, da könnte es jetzt eng werden. Kenneth Heyer mit der alten Lady, mit dem 2011er SLS-Flügeltürer noch in Führung, aber Kerry Schreiner jetzt deutlich aufgekommen im aktuellen HCB Rotronic Audi. Versucht das die 19-Jährige, greift die jetzt nach der Führung. Eingang, Start und Ziel, ist dran, ist am Heck des Heyer Mercedes dran. Equipe Vitesse, das wird eine Zitterpartie. Das wird eine enge Kiste zwischen diesen beiden. Kerry Schreiner, die 19-Jährige, ein Riesentalent. Schauen Sie sich das mal an, mit welcher Energie und mit welcher Entschlossenheit die an den Routinier heranfährt. Die wird sich mit dem zweiten Platz nicht zufrieden geben. Ganz im Gegenteil, fährt aus dem Windschatten raus. Die weiß natürlich, dass die Kühlluft braucht. Die kann nicht im Vakuum des Mercedes bleiben. Die muss immer wieder aus dem Vakuum herausfahren, damit sie Kühlluft hat. Es ist eine riesengroße Kühlluftöffnung in der Audi-Front. Und die muss natürlich angeströmt werden. Die kann nicht die ganze Zeit hinter Kenneth Heyer bleiben. Dann hat sie irgendwann mal 120 Grad Wasser und dann heißt es wieder aus die Maus. Kenneth Heyer, der in Führung bleibt. Kamerawagen jetzt in der Onboard-Position. Einbiegen in die Ford-Kurve. Jetzt sind wir bereits ausgangs der Ford-Kurve. Also schauen Sie sich das an. Kerry Schreiner auf Tuchfühlung. Die wird das jetzt versuchen. Da ist überhaupt kein Respekt vor der Generation 19 plus. Die 19-Jährige, die ist jetzt probiert, am Routinier aus Viersen vorbeizugehen. Aber der deckt sie ganz, ganz geschickt ab. Der macht sich so breit wie ein Kieslaster. Ein Kieslaster aus dem Bitumengeschäft seines Vaters Hans. Damit kennt er sich aus. Er ist auch Geschäftsführer in diesem Bitumenunternehmen. Also wie der sich breit macht mit Kieslastern, das weiß der. Und das ist eine kluge, taktische Meisterleistung. Für den Mann vom Niederrhein aus Viersen ist er, aus Wegberg ist sein Vater, das sind natürlich Nachbargemeinden und der macht der Kerry Schreiner jetzt das Leben schwer. Hat sich wieder ein paar Meter davonschleichen können, hat sich wieder ein bisschen befreien können. Jetzt in der Gegengraden, im Hatzenbachbogen, im Anbremsen zur Schikane bleibt er vorn und Kerry Schreiner hat ein paar Meter verloren. Aber jetzt beim Bremsen, da ist sie wieder dran, da hat Heyer einen kleinen Fehler gemacht und sofort ist die 19-Jährige dran. Die nutzt die kleinste Schwäche aus. Schauen Sie sich das an. Auf der Start- und Zielgeraden. Der HCB Rotronic Audi im Windschatten zeigt sich auf der linken Seite. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht für einen Angriff. Einlenken in den Haukhaken. Heyer in Führung. Das bleibt auch so. Aber da, wo es um Motorleistung geht, wo es um das Herausbeschleunigen geht, schauen Sie sich das an, da kann Kerry Schreiner immer wieder Boden gut machen. Jetzt würde ein Campinghandtuch reichen, um die beiden zuzudecken. Kerry Schreiner, die ganz kurz auf den Randstein fährt, da ist sie ausgehebelt worden. Da gibt es einen Riesenschlag in die Lenkung. Aber das macht dem 19-jährigen Mädel nichts. Die bleibt dran, die ist in Angriffsposition und der Vorausfahrende hat natürlich die schlechteren Karten. Der muss die Nervenstärke besitzen, die Räume abzudecken. Der muss jeden Augenblick mit einem Angriff rechnen. Bei aller Routine, bei aller Abgezocktheit, die dieser Kenneth Heyer in die Waagschale legt. Angenehm ist das nicht mit Kerry Schreiner im Nacken und die ist jetzt wieder auf Tuchfühlung. Im Herausbeschleunigen, aus der Dunlop-Kehre heraus, da kann sie es probieren. Aber da bleibt es bei den gleichen Abständen. Da ist sie gut beraten, ganz tief durchzuatmen und sich in aller Ruhe zu überlegen, wo kann es denn gelingen? Das geht jetzt nur in der Analyse. Das geht jetzt wirklich nur in der Frage, wo habe ich eine Chance an Kenneth Heyer anzuklopfen und den Angriff vorzutragen. In der gleichen Situation ist Max Aschoff im Windschatten des Schütztausche mit Benny Hay. Auch der kann nicht einfach darauf hoffen, vorbeizuschlüpfen. Dafür ist Benny Hay viel zu erfahren, dafür ist das Auto auch zu gut vorbereitet. Die Schützmannschaft von Christian Schütz vom Frankenthaler Dreieck, die machen einen richtig guten Job und da steht Thomas Langer wieder draußen. Also der Porsche mit der Startnummer 75, das Klasse 4 Auto, vorhin schon einmal am Haken des DMSB Staffelwagens, der steht wieder draußen. Da gibt es möglicherweise ein technisches Problem, während wir jetzt Oliver Engelhardt im Bild sehen. Das ist der Lamborghini Huracan Super Trofeo aus der R-Gruppe im Paarlauf mit Karl-Heinz Blessing. Das ist der Getspeed Porsche und diese beiden, die waren im vergangenen Jahr Teamkollegen in der Mannschaft von Adam Osieka aus Moispart in der Eifel. Inzwischen ist
Oliver Engelhardt aber mit Dörr Motorsport unterwegs, also auch das ein pikantes Duell, genauso wie pikant diese Geschichte an der Spitze ist mit Kenneth Heyer, der alle Hände voll zu tun hat, mit der Old Lady, eine Young Lady unter Kontrolle zu halten, Carrie Schreiner, und da sehen Sie die Jill Herbst. Die beißt auf ihre gedrückten Daumen in der Box von der Equipe Vitesse. Das ist im Übrigen die Tochter einer ganz bekannten Rennfahrerin, nämlich die Tochter von Delia Stegemann aus Münster. Die war im ersten Jahrgang des Ford Fiesta Ladies Cup zusammen mit Gertrud Hartke, mit Beate Nodes, eine Siegfahrerin in dieser Rennserie, die Geschichte geschrieben hat, unter ihrem unvergessenen Ford-Rennleiter Lothar Pinske. Und diese Delia Stegemann, die ist heute natürlich auch hier vor Ort, Teammanagerin in der Equipe Vitesse, und ihre Tochter Jill Herbst, die drückt nun beide Daumen in der Box. Und jetzt hat sich Kenneth Heyer einen kleinen Vorteil verschafft, und da war Jean-Luc Weid, das Zünglein an der Waage beim Überrunden. Das kann die Vorentscheidung gewesen sein. Kenneth Heyer, der das eiskalt ausgenutzt hat. Carrie Schreiner, die ein paar Meter Rückstand sich eingehandelt hat. Aber schauen Sie sich das an, der Viersener, wie hart der fahren muss. Immer wieder auf die Randsteine, da versetzt das Auto, da wackelt das Heck und da gibt es einen Riesenschlag in das Chassis hinein. Carrie Schreiner, jetzt hat die Boden verloren durch dieses Überrundungsmanöver. Und Kenneth Heyer, der weiß natürlich, genauso wie der Hans mit dem Tiroler Hut, den wir jetzt im Bild sehen, dass es weitere Überrundungsmanöver geben wird. Jill Herbst, die steht immer noch da mit gedrückten Daumen. Das ist eine Zitterpartie für Kenneth Heyer, Startnummer 50. Der Mann aus Viersen, der bleibt in Führung, aber der muss wirklich alles einsetzen, um dieses Rennen nach Hause zu fahren. DMV GTC, das zweite 30-Minuten-Rennen an diesem Sonntagnachmittag. Immer wieder muss der seinen Innenspiegel verstellen. Den braucht er natürlich. Der muss wissen, ja, wo ist denn dieser Audi? Kommt die von links? Kommt die von rechts? Kommt die durch die Mitte? Im Moment ist das erst einmal wieder eine Geschichte von zwei Autolängen, die zwischen diesen beiden liegt. Aber Sie sehen das. Beim Herausbeschleunigen aus dem Haukaken, da kann Carrie Schreiner immer wieder aufholen. Hans Heyer jetzt im Bild, der Mann mit dem Tiroler Hut. Die Tourenwagen-Legende, der deutsche Rennsportmeister, der Vater von Kenneth Heyer und sicherlich auch sein engster Berater, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Da muss der Junior jetzt wirklich all seine Routine in die Waagschale legen, denn der weiß, da ist eine junge Dame in seinem Windschatten, die absolut keine Verwandten kennt, die absolut keine Gefangenen macht, die jetzt wieder dran ist. Also, in der Abfahrt zur Dunlop-Kehre, Schwung holen, Bergabpassage, da kann es jetzt zum entscheidenden Angriff kommen. Carrie Schreiner im Audi R8, Kenneth Heyer, der in der Straßenmitte fährt, damit er die Räume eng macht. Da hat er jetzt im Rausbeschleunigen ein bisschen schwachbrüstig gewirkt. Da hat er ein paar Meter verloren, da ist er nicht so gut aus der Dunlop-Kehre rausgekommen. Und so gut er auch das nachfolgende Auto abdeckt, das kann immer noch zu einem Überraschungsangriff der Startnummer 8 von Carrie Schreiner kommen. Das ist noch lange nicht gelaufen, dieses Rennen hier auf dem Nürburgring DMV GTC, denn die 19-Jährige, sie drückt und sie kämpft und sie versucht es, wo sie nur kann. Tolles Rennen, tolle zwei Rennen, dieses DMV GTC auf dem Nürburgring. Und diejenigen, die das zu Hause jetzt an den Flatscreens sehen, am Laptop, am Handy, am iPad, sagen Sie das Ihren Freunden und Verwandten mal weiter. Motorsport XL Weekend, DMV GTC, das ist eine verdammt tolle Rennserie. Und da sind schnelle Ladies unterwegs. Zum Beispiel Startnummer 77, Susanne Weidt. Das ist die Rennlady aus Memmingen mit dem Lamborghini Huracan GT3. Dieses Auto ist auch schon einmal von Uwe Alzen pilotiert worden, und ich bekomme eine Durchsage von der Regie. Lars Zander, du hast neue Informationen. Lars Zander, bitte. Ja, ist jetzt nicht so spannend, ist natürlich wesentlich spannender an der Rennspitze, was dort abgeht. In der Box von Equipe Vitesse drücken alle die Daumen. Nur kurzes Bild, die Startnummer 28 offensichtlich mit einem Motorschaden rollt aus, wird in die Box geschoben, Feierabend. Ja, das war das Auto aus der R-Gruppe mit Oliver Engelhardt. Ich habe das vorhin angesprochen, das interne Duell der beiden ehemaligen Teamkollegen im GetSpeed, Gigaspeed-Team aus Meuspad und Karl-Heinz Blessing ja immer noch mit dieser Mannschaft unterwegs, mit dem Porsche 911 GT3 Cup im Martini-Look. Das Auto, das im Dunlop 60 auch von Manuel Lauck gefahren wird, zurück zur Spitze. Immer noch die gleichen Verhältnisse. Kenneth Heyer, und jetzt ist er fällig, meine Damen und Herren. Jetzt kann er diese Carrie Schreiner nicht mehr länger hinter sich halten. Das war gerade schon ganz, ganz kurz vor knapp, und er versucht es immer wieder in der Straßenmitte. Er zwingt Carrie Schreiner dazu, über die Außenlinie zu gehen. Aber den Fehler macht die nicht. Die bleibt
die bleibt an seinem Heck kleben. Noch 2 Rennminuten. Das bedeutet, dass wir vielleicht noch eine Durchfahrt per Start und Ziel erleben und dann kommt die alles entscheidende letzte Runde. In der Box der Equipe Vitesse, da werden die jetzt so ganz allmählich verzweifeln vor lauter Daumen drücken. Bringt er das nach Hause? Bringt Kenneth Hayer diesen Sieg nach Hause? Da ist wieder das Bild in die Box hinein. Equipe Vitesse, das ist die Mannschaft, die gestern so geschlagen und so gebeutelt war mit diesem Frontaleinschlag des aktuellen Autos. Dann kam der Umstieg auf das Reserveauto, auf das Renntaxi. Und das führt dieses Rennen an. Sensationell mit Kenneth Hayer aus Viersen. Der bleibt vorne. Meine Prognose, es gibt noch eine Durchfahrt bei Start und Ziel. Und dann kommt die alles entscheidende letzte Runde. Und auch Kerry Schreiner wird das wissen. Es ist ihre letzte Chance. Und es ist auch die letzte Chance für Susanne Veit im Duell mit Gyorgy Donchev. Das ist der Porsche 991 Cup. Das ist das führende Klasse 4 Auto. Da geht es nicht um einen Klassenrang, da geht es einfach nur um die Gesamtwertung. Und noch eine Rennminute, das bedeutet, wir sind in der Schlussrunde. Kenneth Hayer bleibt in Führung. Und da ist der überrundete Thomas Langer vorne im Bild. Das ist der Mann, der schon zweimal draußen war. Kerry Schreiner pirscht sich heran. Die weiß, dass die anstehende Überrundung die Entscheidung bringen kann. Es ist vielleicht ihre letzte Chance auf den Sieg. Der vorausfahrende Porsche, der kann sich nicht in Luft auflösen. Der muss von beiden passiert werden. Und da ist die Frage, Kenneth Hayer, der kennt das Spiel aus der VLN, aus dem 24-Stunden-Rennen. Der muss die ganze Zeit überrunden mit einem GT3-Auto auf der Nürburgring-Nordschleife. Und da wird die Frage sein, wo kann er den Langer Porsche passieren? Es ist jetzt passiert, bevor es hinuntergeht zur Dunlop-Kehre. Und auch Kerry Schreiner ist vorbei. Gedrückte Daumen bei der Equipe Vitesse. Schauen Sie sich das an. Der Hans Hayer, der sitzt da mit seinem Tiroler Hut äußerlich ganz entspannt. Aber ich kann Ihnen was verraten, wenn der eigene Sohnemann im Steuer sitzt und wenn der um den Sieg fährt. Das lässt niemanden kalt, auch niemanden mit einer 40-jährigen Renngeschichte. Das kann mir keiner erzählen. Da wird der Hans aus Wegberg innerlich fiebern und kochen. Und das wird eine Riesenparty werden, wenn die das wirklich mit dem alten Auto nach Hause fahren. Und das wird einen spannenden Nachbericht geben in Motorsport XL im Magazin unseres Serienpartners. Kenneth Hayer, der in Führung bleibt. Die Startnummer 50, Equipe Vitesse mit Kerry Schreiner im Windschatten. Die Startnummer 8, der HCB Rotronic Audi. Diese beiden werden den Sieg unter sich ausfahren. Wenn die sich nicht gegenseitig noch abräumen, dann wäre Benny Hay der lachende Dritte im Schutzporsche. Anfahren zur letzten Schikane, bevor es hineingeht. Und wir haben einen neuen Drittplatzierten. Der Prager R1T mit Max Aschoff auf Rang 3. Wieder ein Überrundungsmanöver der Dupré Porsche. Beide Spitzenreiter vorbei. Kenneth Hayer bleibt in Führung. Kerry Schreiner im Windschatten. Letzte Chance, letzte Kurve. Schafft er das? Schafft er das? Und da ist das aufgeblendete Licht. Equipe Vitesse, Kenneth Hayer. Und da ist der Sieg für die alte Lady von der Equipe Vitesse. Riesenfreude bei Jill Herbst, bei Delia Stegemann, der Ex-Rennfahrerin aus dem Ford Fiesta Cup. Was für ein Rennen. Kenneth Hayer, Startnummer 50. Das ist der Sieg für das Oldie-Auto im Feld. Und das bedeutet mit Sicherheit, dass das Auto jetzt auf dem Sammlermarkt mal eben um 50.000 Euro im Wert gestiegen ist. Das kann ich Ihnen ganz deutlich sagen. Diese Autos sind ganz, ganz begehrt am Sammlermarkt, weil sie eben selten sind, weil sie definierte Stückzahlen haben, weil sie eine große Renngeschichte haben. Da sehen wir Mutter und Tochter auch, die sich gratulieren. Jill und Delia vom Equipe Vitesse-Team, natürlich auch Hans Hayer. Und das wird auch den Sepp Klüber freuen, der Mann, der sicherlich ein bisschen was zu laborieren hat, von seinen 5,1G-Einschlag, die er gestern wegstecken musste mit 160 km/h Restgeschwindigkeit. Wir sind zu Gast bei Max Aschoff. Das ist keine Renngeschwindigkeit. Das sieht für mich nach der Auslaufrunde aus. Oder ist der noch in seiner Rennrunde? Schwer einzuschätzen. Auslaufrunde höre ich aus der Regie. Vielen Dank. Die 3D-Racelog-Mannschaft, die ist auf Zack. Und die Mann von Lars Zander, die halten uns hier informiert. Ja, der hat die Fahrertür auch geöffnet. Also da gibt es jetzt frische Luft in dieser unglaublich engen Kanzel. 1,80 Meter breit, das ganze Auto nur. Und Benny Hay dahinter, der winkt ins Publikum mit dem Schütz-Porsche. Das ist der Viertplatzierte. Also Dritter im ersten Durchgang, Vierter im zweiten. Das ist für ihn auch ein schönes Ergebnis, während wir einen TCR-Golf am Streckenrand sehen. In der Auslaufrunde stehen geblieben. Ja, die werden doch wohl nicht mit dem Sprit gezockt haben. Es gibt natürlich Teams, die ganz genau den Verbrauch ausrechnen, damit sie möglichst wenig Benzin mitnehmen. Das sind natürlich alles Kilos. Und wollen wir hoffen, dass das Team Engstler da nicht so knapp kalkuliert hat, dass dieser TCR-Golf es nicht aus eigener Kraft ins Parc Fermé schafft. Da kommt die DMSB-Staffel und nimmt ihn an den Haken.
Kann natürlich auch andere Ursachen haben. Das muss nicht zwingend eine enge Spritrechnung sein. Das kann natürlich auch technische Gründe haben. Und wir sehen auf der Gegengeraden im Blick auf die Schikane, dass die Spitzenfahrzeuge einbiegen zum Parc Fermé. Vielleicht sagt mir die Regie mal Bescheid, ob Lars Zander in Position ist für die Siegerinterviews. Ist er absolut, höre ich. Also lieber Lars, ich warte auf deinen Spruch, auf deinen Funkspruch. Sobald die Spitzenfahrzeuge stehen, da sehen Sie die Onboard. Das ist das Siegerauto, Startnummer 50, Equipe Vitesse. Da sind auch die Damen von der Rennleitung bereits auf dem Siegerpodium. Die warten gleich auf die verschwitzten und erfolgreichen Rennfahrerinnen und Rennfahrer. Autos sind im Parc Fermé. Lars Zander, der wird sich jetzt des Mikrofons bemächtigen mit Glück. Glücklichen, verschwitzten, erfolgreichen Fahrern. Lars Zander, bitte, deine Sieger. Ja, Mensch, super. Kennis hat es gemacht. Die hat die alte Lady tatsächlich auf P1 nach Hause gebracht, von 2 gestartet. Souverän das Ding nach Hause gefahren. Wir werden gleich mal ein paar Worte entlocken, sobald er seinen Helm abgezogen hat. Und ja, Nummer 3, wieder der Prager, wie gestern beim DMV GT60 auf die 3 gefahren. Sensationelles Rennen von Max Aschoff. Und Carrie Schreiner, ja, sie macht ihre Tabellenführung wahrscheinlich jetzt fix mit dem 2. Platz. Carsten. Ja, das sieht sehr danach aus. Die macht das sehr, sehr klug. Die weiß, dass dieses Rennen jetzt die Saisonhälfte markiert. Die erste Saisonhälfte ist gelaufen. Und es heißt ab jetzt natürlich taktieren, Punkte sammeln. Und ja, was es für den Kenneth Heyer so heißt, das werden wir gleich hören. Jill Herbst, da nimmt sie ihn in Empfang. Das war eine tolle Kiste. Das war ein spannendes Rennen. Der nimmt den Helm ab und das wird gleich dein Interviewpartner sein nach dieser wirklich tollen Vorstellung. Der hat übrigens das gleiche Helmdesign wie sein Vater. Silberne Grundfarbe, schwarz, rot, gold. Und da sehen wir auch den Thomas Cavelius im Bild. Das ist ein Künstler, der hat vorhin noch ein schönes Bild der Carrie Schreiner überreicht. Und da stehen ihm die Haare zu Berge, dem Kenneth Heyer. Also lieber Lars, du schnappst dir den jungen Mann mal, wenn er die Ohrstecker gleich raus hat. Guck mal, da ist auch der Herr Papa, der Mann mit dem Tiroler Hut. Hans Heyer, da haben wir ihn gerade kurz im Bild gehabt. Also ein schönes Bild, Vater und Sohn, die gratulieren sich nach diesem tollen Rennen. Und jetzt, Lars, pirsch dich da mal ran. Das ist dein Interviewpartner. Und mal hören auch, was die Carrie so sagt. Das ist nicht ganz so einfach. Der Kennis ist nämlich ganz schön schnell. Er hat immer gewonnen. Aber ich greife ihn mir jetzt mal. Kennis, ja, Mensch, hast du die alte Dame auf P1 gestellt? Ja, die alte Lady hat ganz gut funktioniert. Ne? Musste sehr kämpfen. Carrie war in den Ecken wesentlich schneller als ich. Und dann so Traktion und geradeaus ist der SLS halt schon besser gewesen. Aber ich habe also 4-5 Minuten länger, wäre ich im Eimer gewesen, glaube ich, mit Rädern. Wie ist das mit der Bob bei dem alten SLS? Habt ihr ein bisschen mehr Dampf als so ein GT3? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das jetzt im Verhältnis ist. Das also muss eigentlich schon, weil das der normale Mercedes-AMG GT3 kommt viel mehr über die Aerodynamik und so weiter. Hier kommt alles über Traktion und Speed. Ne? Ja, es lag natürlich am Fahrer, dass du gewonnen hast. Ja, ein bisschen auch. Ja, super. Also wir freuen uns super, gratulieren dir. Zweites Rennen, alles fürs Team wieder top. Tolle Sache. Wir sehen uns gleich oben auf der Siegerehrung. Dann gehen wir uns mal zur Carrie. Schauen wir mal, dass wir sie auch noch ans Mikro kriegen. Kurz ist auch noch mit diversen Dingen beschäftigt. Wo ist mein Kameramann? Wo ist mein Kameramann? Da ist er. Carrie, 2. Platz. Hast du ein Abo? Ja, im Moment leider schon. Ja. Nee, war ein spannendes Rennen, aber war ein bisschen schwierig. In den Kurven war ich ein Ticken schneller, aber auf der Geraden war es schwer. Deswegen. Ja, der Kenneth ist auch gut gefahren, deswegen konnte ich auch nicht mehr machen. Ja gut, so ein Oldtimer, gut gewartet, fährt er auch noch relativ schnell und der Kenneth hat, glaube ich, alles gegeben. Also ich habe ihn selten so geschwitzt gesehen. Also du hast ihm wahrscheinlich schon ziemlich die Sporen von hinten gegeben. Ja klar, ich meine, ich wollte auch gewinnen, deswegen habe ich ihm nichts geschenkt, aber er hat sich am Schluss durchgesetzt. Ja, ihr seid hier, um Rennen zu fahren. Herzlichen Glückwunsch dir für den 2. Platz. Das festigt deine, nehme ich mal an, Tabellenführung doch massiv. Und wir sehen es gleich oben auf dem Podium. So, dann schauen wir noch mal nach dem Max Aschoff, dass wir den auch noch finden. Der steht noch hinten an seinem Prager. Alles klar, hoch. Auf die. Max, nicht weglaufen. Er wollte uns schon auskommen. Max, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Schon wieder P3. Ja. Ich habe gerade schon Carrie gefragt, sie scheint ein Abo auf P2 zu haben. Hast du eins auf P3? Würde ich mich nicht beschweren, würde ich auch weiterhin erstmal nehmen. Also war ein saugeiles Rennen, hat richtig Spaß gemacht. Da kommt Benny gerade. War super fair, ich meine, Kampf über 30 Minuten. Hi, Glückwunsch. Ja, war echt ein geiles Rennen, hat richtig Spaß gemacht. Also, alles gut, super.
super fair gekämpft. Ja, schöne Bilder, schöne faire Bilder. Das unterstreicht so ein bisschen das Ambiente hier und die Stimmung, die ihr untereinander habt. Alles familiär, alles fair und war auch toll zuzuschauen. Und ich glaube, wir werden ein Auge auf dein Auto haben müssen. Und wenn du jetzt schon ein Abo auf P3 hast, wirst du dann noch ein Abo auf den Onboard haben, weil die Bilder sind einfach sensationell. Vielen Dank, dir nochmal Gratulation und wir sehen uns oben. So, Carsten, zurück zu dir. Ja, danke lieber Lars für diese Eindrücke nach dem Rennen unmittelbar. Das waren die drei erfolgreichen Fahrerinnen und Fahrer. Sieger Kenneth Heyer, dann Carrie Schreiner, die Zweitplatzierte mit ihrem P2-Abonnement. Und wir haben dann noch Max Aschoff gesehen, unser Kameramann, der diese spannenden Onboards uns liefert. Und auch dieses Akustikerlebnis mit diesem Vierzylinder-Turbomotor. Mich erinnert das immer ein bisschen an diese 24 Stunden von Le Mans. Da gab es vor einigen Jahren mal Vierzylinder-Turbo-Fahrzeuge von Volkswagen und von MG. Und die haben sich so ähnlich angehört, diese Vierzylinder-Turbomotoren. Das ist ein spannendes Akustikerlebnis. Und ich höre gerade, dass es bis zur Siegerehrung noch eine ganze Weile dauern wird. Es gibt da noch ganz viele Gespräche und die Fahrerinnen und Fahrer lassen das Geschehen Revue passieren. Das bietet uns die Gelegenheit, nochmal einzugehen auf die nächsten Ereignisse. Also die Siegerehrung, das sehen wir jetzt auch in der Matz, die folgt in 3 Minuten in etwa. Und vielleicht werden wir das noch für Sie zu... ich höre, wir gehen ganz raus. Also in 3 Minuten hier, körperlich und räumlich auf dem Nürburgring, die Siegerehrung. Und im DMV GTC geht es natürlich weiter mit der zweiten Saisonhälfte. Der königliche Park von Monza steht an in Italien. Das wird ein emotionales Highlight für diese Rennserie am 30.06. in Italien, also am Ende Juni dann. Der 5. Lauf, die 5. Veranstaltung und mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Geschichte im königlichen Park von Monza, da wo die Endurance-Welt Meisterschaft diese tollen Bilder in der Gruppe C in den 80er Jahren geliefert hat, und diese Bilder werden wir Ihnen liefern. Vom DMV GTC vom 5. Lauf, dann in einigen Wochen wird es soweit sein. Wir verabschieden uns für dieses Wochenende vom Nürburgring, vom Motorsport XL Weekend. Wir, das ist die Mannschaft von 3D Racelog, das ist die Mannschaft von Motorsport XL, und ich möchte an dieser Stelle Danke sagen an alle, die hier mitgewirkt haben. Es sind fast 30 Menschen hier vor Ort im Einsatz, um all das Ihnen zu liefern, was Sie hier erleben durften an diesen beiden Tagen, am Freitag und am Samstag. Und einer steht da, der muss noch was erzählen. Das ist meine Wenigkeit. Und für dieses Wochenende heißt es natürlich, ich bin Carsten Krohme und ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche, Tourenwagen Classics, wieder auf dem Nürburgring. Dankeschön. Der Rotonic Audi mit Fabian Plenz und Tommy Tulpi, der übernimmt im Augenblick einmal die Führung. Ein großes Starterfeld, in dem sehr viele 4 GT3-Fahrzeuge unterwegs sind.